Ein herzliches Willkommen, ihr Modern Consumers da draußen. Ein neues Video von mir steht mal wieder an, FIFA 12 Ultimate Team. Und in diesem Video geht es eigentlich nur mal um ein paar Fragen, die ich an euch habe, an eure Erfahrungen und alles. Und zwar geht es zum Beispiel um das Team der Woche. Hier sehen wir ja jede Woche, was weiß ich, ab und zu gibt es ein neues Team der Woche. Wahrscheinlich jede Woche, ich weiß jetzt nicht genau. Und hier sehen wir ja die ganzen Spieler, die dabei sind. Und ich weiß, soweit ich das weiß, kann man die in den Packs ziehen. Also in den Goldpacks oder wie oder was? Oder wie? Also das würde ich mal gerne wissen. Habt ihr da schon mal welche in den Goldpacks, in den normalen Goldpacks gezogen? Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gering, gehe ich mal von aus, oder was? Ja, das wollte ich mal gerne wissen. Also, wie kommt man am besten an solche Goldspieler ran, wenn ich zum Beispiel Robben haben will, wenn ich Gomez haben will für mein Team? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr da schon öfters mal eine schwarze Karte gezogen? Beziehungsweise die Karten heißen ja Informkarten. Das würde mich mal interessieren. Außerdem möchte ich ganz gerne von euch wissen. Ich habe zum Beispiel, ich werde jetzt hier jetzt quasi was veröffentlichen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. Wenn man hier drauf geht auf, was war das jetzt, Statistiken und Herausforderungsstatistik, dann sehe ich hier Spiele drin, gewisse. Und ich habe keine Ahnung, welche hier reinkommen, warum kommen die da rein. Und, wie kann man denn dem anderen hier eine Nachricht schreiben? Weil ich habe hier eine Nachricht bekommen, ich habe keine Ahnung, wie ich dem zurückschreiben kann. Das würde ich auch mal ganz gerne von euch wissen. Wie kann ich da zurückschreiben und warum geht das? Ja, dann habe ich auch noch was bekommen, eine Frage vor einer Weile. Es gibt Leute, die spielen zu zweit Ultimate Team und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Geht das überhaupt? Also meines Erachtens nach geht das nicht. Das ist eine Sache, die wollte ich auch ganz gerne von euch wissen. Also kann man zu zweit Ultimate Team spielen? So, dann gibt es jetzt zurzeit ein neues Turnier hier drin. Ich habe es mal angefangen, ja. Das ist das Ultimate Tournament. Da gibt es als Turnierbonus 2 Goldsets und ihr seht hier schon, Schwierigkeitsstufe Ultimativ. Leute, ich kriege es nicht hin. Ich habe das erste Spiel 1-7 oder 1-6 verloren. Die KI ist abartig gut da drin. Hat das einer von euch hinbekommen? Also ich habe nicht mal ein Spiel ansatzweise hinbekommen. Ich habe das 1-1 geschafft. Ich wollte das auch aufzeichnen, aber das habe ich abgebrochen für euch, damit ich euch das nicht antun muss. Ja, also wenn das einer hingekriegt hat, also auf jeden Fall Respekt von mir. Vielleicht gibt es auch einen Trick, ich weiß es nicht. St. Patrick's Cup, den kann ich leider nicht machen, werde ich nicht machen. Das ist mir zu aufwendig, jetzt noch irische Spieler zu kaufen, um den zu machen. Ansonsten ist das ziemlich attraktiv, weil der Schwierigkeitsgrad ist nur auf Profi und es gibt relativ viel Geld dafür. Man muss halt irische Nationalspieler haben. Spielerzahl, naja. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Was wollte ich euch noch zeigen aktuell, was bei mir los ist? Ja, mir wurde von vielen vorgeschlagen, dass ich mir übrigens hier Özil hole. Den würde ich natürlich hier rechts einsetzen. Kostet 15.000 bis 20.000 zurzeit bei der PC-Version. Werde ich mir überlegen, ob ich das mache. Ja, das ist ja immer noch mein Fragevideo und da wollte ich euch auch nochmal fragen, was bedeuten jetzt die gelben Linien, dass es halt nicht ganz so optimal ist oder was? Also die kennen sich ja zum Beispiel aus der Nationalmannschaft. Genauso wie, die kennen sich aus der Bundesliga, aber nicht aus dem gleichen Team. Also ist das dann die Vermutung richtig, dass sie sich halt eigentlich aus der gleichen Liga kennen oder aus der Nationalmannschaft, aber nicht aus dem gleichen Team? Und nur dann ist es grün? Naja, das verstehe ich nicht, weil hier zwischen den beiden ist es grün, aber das verstehe ich nicht. Das könnt ihr mir auch mal erklären. Gelbe Linien, wofür sind die gut? So, wollte ich sonst noch irgendwas wissen? Achso, ich wollte euch noch kurz zeigen, ich habe heute Nacht mal wieder ein paar schöne Schnapper gemacht. Und zwar habe ich hier zum Beispiel diese Verträge, das kann man ja jetzt leider nicht mehr sehen. Gibt es ab und zu kaufen, vielleicht wollte ich da auch noch ein Tippvideo extra für machen, bestimmte Tipps zu geben. Die Verträge hier, 28 Verträge, habe ich mir gekauft für 800 und 850. Und ihr seht, ich habe die für 1100 und 1200 verkauft. Also da gibt es auch manchmal gute Angebote. Naja, und das Stadion hatte ich auch relativ günstig gekauft für irgendwie Park Princess, glaube ich, für 900 und habe für 2000 verkauft. Aber dazu habe ich euch ja schon mal ein Tippvideo gezeigt. Das könnte ich euch auch nochmal hier in die Video als Videoantwort hinmachen.
Old Trafford bin ich noch nicht losgeworden, aber es gab schon das ein oder andere Angebot. Ah, jetzt fällt mir auch wieder ein, das ist auch viel zu teuer, ich weiß, aber vielleicht habe ich ja Glück. eine Frage habe ich auch noch an euch. Und zwar seht ihr, ich habe wieder mal hier die Sachen geändert. Das Vereinssymbol, die Trikots. Burger King, yeah. Fändet ihr es in Ordnung? Ich weiß gar nicht, ob das nach dem Update noch geht, dass ich mir von euch Abonnenten Trikots und Wappen schenken lasse. Ich würde dann ein Angebot reinstellen von irgendein Spieler für 1 Million oder sowas. Und dann könnt ihr mir als Tauschangebot zum Beispiel so Karten machen, dass ich hier Bundesliga-Wappen habe und Trikots. Spieler will ich mir selber erarbeiten gerne, aber so Trikots, weil ich die regelmäßig wechseln will, wäre es cool, wenn mir ein paar Leute die schenken würden. Ich habe schon so oft Angebote bekommen von Abonnenten und dann könnte ich da mal was annehmen. Und das wären dann halt Trikots und Wappen. Das denke ich mal wäre in Ordnung, oder? Also sagt mal eure Meinung dazu und die Fragen bitte beantworten. Ich schreibe dir auch nochmal in die Videobeschreibung rein, dass ihr meine Fragen gerne mal beantworten könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Macht's gut erstmal. Bis dann. Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist immer eine sehr gute Sache. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Basti.